Aus irgendeinem Grund habe ich nie GTA 5 gespielt, geschweige denn irgendeinen anderen GTA-Teil. Ihr könnt mich dafür verurteilen, aber wir holen das heute nach. Aber alle 100 Sekunden aktiviert sich einer von 300 random Effekten und für jede Mission, die wir abschließen, aktiviert sich eben ein Effekt mehr. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Der Balken oben zeigt übrigens an, wann der neue Effekt eintritt. Wieso darf ich denn keine Leute abschießen? Ich dachte, das macht man in GTA. So lächerlich. Was hat er denn für eine funky Mütze auf? Du kannst doch nicht so einen Raubüberfall machen. Was ist das denn? Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn, wie sehen sie denn ohne dieses Kostüm aus? Leute, ich glaube, das ist illegal. Wem von euch beiden soll ich denn das abschießen? Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Muss ich jetzt warten, bis das der Effekt vorbei ist, damit ich weiß, wen ich abknallen darf? In der Tat. Oh nee, jetzt bin ich der mit der hässlichen Mütze. Oh! Das klappt ja spitzenmäßig. Als ob wir schon wieder Prop Hunt haben. Ich dachte, das sind die Hauptcharaktere. Warum verrecken die jetzt alle? Alter! Zum Glück hat das Game gutes Auto-Aim, weil ich würde sonst überhaupt nichts treffen. Wer ist denn er? Bob Ross für Arme. Ich habe früher Gangster Rio und solche Sachen auf dem Handy gespielt. Das sah genauso aus. Also Missionen abschließen könnte ein Problem werden. Get your bitch ass over here. Quince. Okay, ich sollte nicht für die Charaktere reden. Ich will nicht gebannt werden. Na, das ist ja ganz wichtig. Da muss man aufpassen. Disclaimer, nein, ich bin kein Racist. Genau, so sieht's aus. Come on, Frank. Nein, Lamar hängt uns ab. Ich muss vor der Polizei wegkommen. Wieso kriege ich denn gerade alle beschissenen Kameraperspektiven? We do a little trolling. It's called we do a little trolling. Gib mir wenigstens einen Corner-Hit. Hab mich im Busch getan. Fuck, die sehe mich noch. Ich sehe gar nichts. What in the hot crispy the last of us geht jetzt ab? Ich muss halt für die Mission nicht in diesem Auto sein. Hier ist eine Nachricht für alle, die erste Kommentare schreiben. That he knew. Nein, Jesus! Ich glaube, wir haben Jesus abgehängt. Was man natürlich nicht tun sollte im Leben. Leute, folgt Jesus, sonst flippe ich euer Auto oder so. Keine Ahnung. Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen Ich glaube euch einfach mal, dass das Game eine schöne Welt hat und damit turnen wir die Effekte mal ab. Turn up, einfach Orangensaft. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Ich komme halt nicht mal bis zur Mission hin. Ich will doch nur die Mission starten. Nein, und dann seht ihr nicht die Entfernen. Ich leide so, meine Arme, meine Seele verlässt den Körper. Hängen die Bullen ab? Ja, ist etwas schwierig im Moment. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber können wir aufhören, Leute dafür zu schämen, dass sie Ananaspizza mögen? What? Hat nichts gerade mit dem Game zu tun, aber ich habe da erst heute wieder mit jemandem drüber diskutieren müssen. Lamar. I'm gonna do what's called a pro-gamer move. Wo ist er hin? Okay, wie kommen wir hier durch? That's the neat thing. You don't. Auf jeden Fall nochmal zurück zur Ananaspizza. Heißt ja, alle dürfen essen, was sie wollen, aber bei der Ananaspizza tun immer alle so, als hätte ich deinen Hund angezündet, wenn ich das mag. What do you mean by that? Ach, die Nachbarschaft wurde alarmiert, ich weiß ja gar nicht wie. Können die Effekte übrigens mal chillen? Ich mache die Mission gerade zum dritten Mal. Hm. Ananas ist absolut underrated. Was ist denn los mit dir? Muss ich jetzt warten, bis das vorbei ist? Ich gehe mir schnell was zu essen, holen keine Ananas, aber hätte ich eine Ananas da, würde ich sie jetzt essen. Einfach aus Protest. Hola, amigos. Lieblingsland? Barcelona. Barcelona? Ich komme nicht hinter den Pool raus. Lamar wurde im Stich gelassen, yo. Sorry, ich werde versuchen, mich nächstes Mal nicht auf den Maze Bank Tower zu teleporten. Alles in die Schenkel. In die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft. Kann die Mod bitte aufhören, die ganze Zeit Backup zu spawnen? Alakablaya! Alter, die Flossen sind ja wild. Das Ding hat einen Wendekreis wie FIFA 10 Spieler. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Es ist ja laut. Ach echt, der ist entkommen, wenn meine Reifen 10-mal pro Sekunde platzen. Boah. Oh nee, nicht schon wieder Airstrikes. Wir haben die Ananas Vision. Was geht denn mit ihm? Mission geschafft, wir brauchen mehr Mods. No. Ich weiß halt echt nicht, wie viele Missionen wir so noch schaffen. Darf ich bitte in das Auto rein? Nein. So muss sich die Ananas in unserer Gesellschaft fühlen. Can you shut the fuck up? Darf ich dann irgendwann weiterspielen? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Yes, wir kommen raus. Jetzt schnell zur Mission. Aber ihr müsst doch mal an sowas wie so ein geiles Curry denken. Wenn man da ein bisschen Ananas reinmacht, so ein bisschen Süße dazu kommt, das schmeckt halt übelst geil. Ich sag's euch, das wertet jedes Curry auf. Und ich werde meine Fresse zu dem Thema nicht halten, bis Ananas seine Gleichberechtigung bekommen hat. Ihr habt das wichtigste Gespräch eures Lebens geführt. Was ist der Typ eigentlich so maximal racist? Dead Eye, wären wir jetzt zu McCree? Reicht etwa rassistisch sein nicht? Wir wollen auch noch sexistisch sein. Ich habe mich gerade legit gewundert, warum die Framerate so scheiße ist. Das ist einfach die Console Experience. Ich dachte wirklich, das Spiel By the way, wer Cassidy immer noch McCree nennt, absolut ehrenlos. Wie ist es, als ehrenloser Mensch zu leben?
Die Mission war doch, schalte den Gärtner aus. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Tust du dumm eben sein? Du Flair! Keine Ahnung, wie die mich jetzt gefunden haben. Wir schaffen das. Und genauso Toast Hawaii. Wie kann man denn eigentlich Toast Hawaii nicht mögen? Halt's Maul, du... Hä? Können wir aufhören, uns rumzuteleportieren? Hä? Ach lol, da sitzt der andere Typ hinten im Auto. Man kriegt die Story durch die Mods etwas schlecht mit. Komm, ich bin fast da. Ich schaff das, ich muss hier nur um die Kurve. Ja, du dummes Ohr! Ich glaube, wir sind noch auf der Straße. Es werden immer mehr Personen in meinem Auto. Ich hab mich schon gefreut, wenn der Nebel weg ist und ich endlich wieder was sehe. When people celebrate too early. Ich bin hier nirgends in der Baustelle gelandet. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich glaube, Leute würden halt echt viel dafür geben, GTA 5 nochmal zum ersten Mal zu erleben und ich mach sowas hier. Worte können nicht beschreiben, was für ein du bist. Versuch Nummer 5. So, um die Baustelle herum. Wir sind schon mal weiter als gerade. Jesus, los, ins Auto mit dir, mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ich glücklich drüber sein soll, wenn wir Missionen bestehen. Aber ich sag mal so, naja. Turn up. Wie soll ich denn so zur nächsten Mission kommen? Leute, ich sehe meine Karte nicht. Ihr könnt froh sein, dass ich noch keine vernünftigen Waffen habe. Ich muss in die andere Richtung. Wir müssen diese Effekte nutzen, die nur auf die NPCs gehen. Das sind unsere Chancen. Hold up, ich habe Franklin vergessen. Ich meine, so grob sind wir unterwegs zum Missionsziel. Mal gucken, wo wir ankommen. Winton? Sieht eigentlich echt ganz nett aus, die Welt. Ganz nett haben sie es hier. Merci für gar nichts. Ich muss schnell genug fahren, damit ich nicht explodiere, aber das ist halt gerade etwas schwierig. Oh nee, nicht schon wieder. Steig wieder in das Auto. Ja, ich probier's. Ich glaube, Franklin mag keine Ananas, der hat das verdient. Halt der Maul. Ja, mit der Minimap kommen wir da noch an. Double Engine Speed, wir müssen das nutzen, dass uns jetzt sonst nichts aufhält. Was ist er da hinten so am Chillen? Fährt der wegen der Mod so scheiße oder wirklich? Moment, es wird etwas schwierig so. Der läuft ja spitzenmäßig. Toll, toll, super toll. Ich glaube, das Spiel wäre halt echt nicht schlecht, wenn ich es mal spielen könnte. Wieso spawne ich überhaupt verkehrt rum? Durch die Beyblades ist die Autobahn frei. Das ist unsere Chance. Jetzt schaffen wir es. Ah, Low Gravity. Okay, ich kann wieder 100 Sekunden warten, bis das die Mission möglich wird. 2000 Jahre später. Ich glaube, das holen wir nicht mehr auf. Wir haben den Sohn gerettet. Reicht das? Nein. Ich war jetzt nicht ganz auf Simon Says vorbereitet. Hol deine Movement Key. Wir haben dich gleich, Franklin. Können wir den nicht zurücklassen? Der mag eh keine Ananas. Du als kleine Schnauze. Dass der immer wieder einschläft, ist so nervig, weil der am Ende immer in den Gegenverkehr reinlenkt. Wegen Franklin, dem Fettsack, bricht das ganze Auto zusammen. Wo du fett gewesen bist, Alter. Simon Says, don't hold right. Warum bin ich gerade explodiert? Ich hab nicht recht. Was ist denn hier los? Ach, fuck, da stand nicht Simon Says. Willst du wissen, warum du diesen Kampf verlierst? Weil du dumm bist. Wie soll ich die Mission schaffen, wenn ich zu dumm bin für Simon Says? Da stand doch don't hold right. Aber ich darf doch ganz kurz nach rechts lenken. Ich darf so nur nicht halten. Warum bin ich explodiert? Also entweder der sagt, Simon Says, don't hold right, dann darf ich nicht nach rechts lenken. Oder hold right, dann darf ich auch nicht nach rechts lenken, weil Simon hat's ja nicht gesagt. Okay. Ja, das ganze Ding hier ist eine Rechtskurve. Wo soll ich denn hin? Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so. Bon Juggernaut, ja, danke schön. Wait, warum ist Michael auf dem Rücksitz? Hä? Wenn ich ziehe, dann ballert der andere Michael alles ab. Michael, kannst du aufhören? Ich versuche die Bullen abzuhängen. Ja, genau, da wollte ich hin. Sobald wir aufhören, uns zu teleportieren, kriegen wir das hin. Glaubst du nicht? Ah, wir sind gar nicht gestorben. Solche Assis. Die Ehre wurde genommen. Da haben sie mir aber einen ganz schönen Bären aufgebunden. An der Nase herumgeführt. Bambuselt haben sie mich. Okay, Boomer. Komm, wir haben es fast geschafft. Jetzt kein Force Field. Ach, come on. Wir sind doch schon drin. Och, nee. Jetzt sind wir wieder hier ganz hinten. And I've decided that I want to die. Was ist mit ihm hier rechts? Kommt er mit? Jetzt habe ich Sterne wegen dem Force Field. Wie soll ich die denn abhängen mit meinem Auto? Außerdem, glaube ich, fahre ich in die falsche Richtung. Wenn du dumm bist. Okay, wir haben gerade nichts, was unser Gameplay stark beeinflusst. Das wird der Try. Du Flip! Nicer Kickflip. Okay, wir haben wieder 25 Sekunden Zeit. Komm, da vorne ist es. Wir schaffen das. Ich kann die Dialoge nicht mehr hören. Nein, kein Gravity Field jetzt. Die ganze Zeit! Mann! Es gibt ja Dinge, die machen das Game schwieriger, aber noch machbar. Aber Gravity Field ist halt einfach kompletter Absturz. Können wir heute vielleicht noch weiterfahren? Ich glaube nicht. Es gibt uns Zeit, noch mal kurz über Ananas zu reden. Halten Sie bitte die Fresse. Danke. Ja. Die geilste Experience auf einer Pizza ist Ananas mit Pepperoni. Dann hast du so ein bisschen Süße, so ein bisschen Schärfe, süß-scharf-Style, so ein bisschen Asia-mäßig. In diesem Video zeige ich dir 4 Tricks, mit denen du kontroverse Ansichten äußern kannst, ohne dafür gleich auf dem Scheiterhaufen zu landen. Das ist einfach richtig geil. Legit, Ananas ist wichtiger auf der Pizza als der Käse. Ich hab's gesagt. Please, können wir jetzt die Mission beenden. Halleluja. Kommen wir zurück zum Thema. Könnt ihr aufhören, Franklin Frank zu nennen? Ich kann ihn nicht ernst nehmen, wenn der Frank heißt. Frank, sag einmal, wo fährst denn du hin? Der Frank wurde mir an, dass da das Mädel daheim geben. Auf geht's, Frank. Die Zinsen sind am Worten.
Jeder einzelne NPC schießt auf mich und die kriegen mich trotzdem nicht tot. Wie scheiße schießen die? Schlimmer als ich in Valorant. That's cap. I accuse you of capping. Big stunks. Auf geht's, 5 Effekte.